Kevin Rüegg, mit 19 sind Sie jetzt im Cup-Final. Kollegen, die wir in der Mannschaft haben, Sie sind schon in mehreren Cup-Finals gewesen. Was bekommen Sie für Tipps über? Ja, es wird uns sicher gesagt, dass wir einfach die Ruhe finden. Also zwischen der Nervosität und halt eben der zu grossen Spannung sollte man die Balance finden in der Mitte und einfach ja, möglichst cool an die Sache anzugehen, wenn es nicht einfach wird. Aber ja, das sind halt so die Sachen, die man gesagt bekommt. Es tönt einfach, aber wie setzen Sie es um? Oder wie probieren Sie es jetzt umzusetzen? Und dann am Sonntag natürlich. Ja, ich finde jetzt, man muss runterkommen. Erholung ist sehr wichtig und ja, im Kopf einfach immer klar das Ziel haben. Eine Cup-Final steht vor der Tür am Sonntag, aber ja, wenn man alleine ist, halt sicher so nicht so einen grossen Kopf machen. Sonst tut man sich da nur zu fest selber unter Druck setzen. Es geht einem da durch den Kopf, wenn man die Vorstellung hat im Kopf, dass man da in das Stadion reinläuft, in das Stade de Suisse, tausende von Leuten, und es ist eben der Cup-Final. Was geht da durch den Kopf? Freude, wenn man jetzt gerade ihren Blick sieht. Ja, eben sicher Freude und man spürt gerade, wenn man das denkt, kommt das Kribbeln rauf. Und ja, es sind ein paar Sachen, die man sich im Kopf, also so, wie man sagt, einspielen lässt, wie das alles so wird sein im Cup-Final, mit den Fans, eben mit dem Spiel und alles, aber ja, mir kann nicht dazu sagen. Wie ist das jetzt, ist man Tag und Nacht mit dem Cup-Final beschäftigt? Ja, Tag und Nacht kann man sehr gut so sagen, weil vorgestern hatte ich gerade davor noch Träume gehabt, dass wir den Cup-Final gewonnen haben. Wir hatten den Kübel-Club und am Helvetia-Platz. Viele Leute waren dort. Und ich hoffe, wir können den Traum in Realität umsetzen.